Hallo und herzlich willkommen bei All Wheels Outside. Wir sind in der Mongolei unterwegs und es freut mich, dass ihr weiter mit uns mitfahren wollt. Gerade fahren wir entlang der Mongol Els. Hier haben wir im letzten Teil die beiden Iwegos wieder getroffen. Eigentlich hatten wir unterschiedliche Pläne für die Weiterfahrt. Aber weil wir nach einer Pause querfeldein fuhren, kreuzten sich unsere Wege ein zweites Mal und wir konnten an einem Flussbett für das Bimobil die Spur etwas ausfahren. In der Hand. Nachdem wir dann ein kleines Stück gemeinsam unterwegs waren, trennten sich unsere Wege am späten Nachmittag erneut. Die Iwegos blieben in der Nähe vom Duru Lake stehen und wollen morgen nach Süden eindrehen. Unser Tagesziel für heute ist der Irin Lake. Ab da wollen wir dann auch auf Südkurs gehen. Um an den Irinsee zu kommen, müssen wir 40.000 mongolische Tökrek an Eintritt zahlen. Das sind etwas mehr als 10 Euro. Hier am Fluss sehen wir Mongolen beim Baden, also bei der Körperhygiene, nicht beim Schwimmen. Für uns ein ungewohnter Anblick. Nach einer wunderbar ruhigen Wüstennacht machen wir uns auf, die Dünen der Mongol Els zu Fuß zu erkunden. Das Dünenfeld der Mongol Els ist das größte im Land. Es befindet sich in einem Tal der Gobi-Altai-Berge und hat eine Ausdehnung in Ost-West von 70 Kilometer, mit allen Vorfeldern sogar bis zu 300 Kilometer und eine Breite in Nord-Süd-Richtung bis zu 15 Kilometer. Yeah.
man erstmal eine der höheren Dünen erklommen, wird man mit einer atemberaubenden Aussicht über weitere Sanddünen und den Erin Lake, der eine Ausdehnung von 2x4 Kilometern hat, belohnt. Überall gibt es etwas zu entdecken. Der Sand ist voller Spuren. Es gibt kleine Käfer und interessante Pflanzen. Die Mongolei soll ja völlig überweidet sein. Bei dem spärlichen Bewuchs und den vielen Herden, denen wir begegnen, kann man sich das gut vorstellen.
dem Weg nach Jagalan sehen wir immer wieder kleine Windhosen, die wie aus dem Nichts entstehen und nach kurzer Zeit wieder verschwunden sind. Hier in Jagalan wollen wir nun endlich unseren Wasservorrat auffüllen. Wir suchen uns also ein Wasserhaus, für das man für gewöhnlich hier wohl eine Karte braucht, und hoffen, dass uns jemand hilft. Und tatsächlich, kaum halten wir vor dem Wasserhaus an, kommt auch gleich ein Mongole mit seinem Moped vorbei und bietet uns seine Hilfe an. Die Verständigung ist schwierig, aber wir können 170 Liter Wasser tanken. Dafür möchte er dann aber 20.000 mongolische Tökrek. Das sind ungefähr 5,30 Euro. Das kommt mir sehr hoch vor. Nach allem, was ich gelesen habe, dürfte das höchstens 1.000 kosten. Aber es hilft nichts. Wir sind froh, dass die Tanks wieder voll sind und betrachten den höheren Betrag als Spende. Während ich gerade die Schläuche und die Pumpe verstaue, erwischt uns eine Windhose. Wie aus dem Nichts stehen wir in einer riesigen Staubwolke. Da gerade die Kofferraumklappe, ein Fenster und die Tür offen steht, ist der Duo in Sekunden mit Staub gefüllt. Wir schließen sofort alle Öffnungen und da ist der Spuk auch schon vorbei. Von dem Sand in der Kabine haben wir noch Längeres. Für uns geht es immer weiter nach Süden. Wir wollen möglichst heute noch den Ort Altai erreichen. Jagalan nehmen wir immer, wenn der Duo sich um die Längsachse bewegt, ein ungewöhnliches Quietschgeräusch wahr. Ich sehe mir zweimal den Duo von unten an. Beim zweiten Mal schmiere ich die Antriebswellen und die Wattgestänge ab. Aber ich kann nichts Ungewöhnliches sehen. Das Geräusch lässt sich nicht absichtlich reproduzieren. Es kommt nur bei Bewegung um die Längsachse, ist aber nicht immer da. Wenn man von Jagalan aus nach Altai direkt nach Süden fährt, geht es ganz schön hoch und runter, warum die meisten Touristen den etwas längeren Weg über Taishir im Südosten wählen. Hier fahren wir auf ca. 2200 Metern entlang des Gobi-Altai-Gebirges. Der höchste Berg hier ist der Kasak Kaikan mit 3578 Metern. Mir fällt auf, obwohl wir einiges an Querbeschleunigung bekommen, dass das Quietschgeräusch nicht mehr da ist. Wundersame Selbstheilung, das kann doch nicht sein. Am nächsten steilen Berg mit ziemlicher Schräglage möchte Bianca nicht mitfahren und lieber von außen filmen.
Und dann passiert es. Der Ersatzradträger reißt ab. Vermutlich war die rechte Aufnahme schon vor einigen Kilometern gebrochen und hat das Quietschen verursacht. Durch die höhere Belastung bricht nun auch die linke Aufnahme. Gut, dass Bianca filmt. Ich hätte das hier bei der Konzentration auf das Fahren überhaupt nicht mitbekommen. Was nun? Können wir das Rad ohne Träger überhaupt transportieren? Wer kann wann und wo eine Reparatur durchführen? Vielleicht ist bei iOverlander irgendwo eine Werkstatt aufgeführt. Aber Internet? Fehlanzeige. Hier gibt es keinen Empfang. Ich schraube also erstmal alles auseinander. Den Träger verzurren wir auf dem Kabinendach und das Rad buxieren wir in den Innenraum. Gut, dass ich beim Bau dort Zurrpunkte vorgesehen habe, um mal größere Gegenstände festschnallen zu können. Bianca bleibt in der Kabine und passt auf das Rad auf. Und ich fahre möglichst vorsichtig nach Süden Richtung Altai. Wir wollen in der einbrechenden Dämmerung wenigstens noch so weit fahren, dass wir wieder Internetempfang haben und online nach einer Werkstatt suchen können. Wir übernachten ca. 20 Kilometer vor Altai. Bei iOverlander finde ich tatsächlich einen Werkstatteintrag in Altai, bei dem von Schweißen die Rede ist. Alois, der schon in Altai ist, meint, die Werkstatt, wo er sein Auto hat waschen lassen, könnte so eine Arbeit eventuell durchführen. Er will da morgen früh mal nachfragen. Für die Nacht rollen wir das Rad wieder aus dem Fahrzeug raus. Mehr können wir heute nicht mehr tun. In Altai treffen wir die anderen wieder und versuchen, unseren Heckträger reparieren zu lassen. Ob uns das aber wirklich gelingt, seht ihr in der nächsten Folge. Damit ihr das nicht verpasst, solltet ihr besser den Kanal abonniert haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch auch einen Daumen hoch da.